So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Daudinat, und ich darf euch super herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Odyssey. Hier am Ende der Schlacht von Pylos. Wir haben Deimos platt gemacht, oder ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. Ich habe mich für etwas Komisches entschieden und jetzt ist ein Baum auf mich drauf geplumpst. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. War eine richtig trickige Schlacht, sag ich jetzt mal, und ein trickiger Kampf mit meiner Schwester. Die hat nämlich genauso krasse Fähigkeiten wie ich drauf. Ja, ist gar nicht so ohne, Mann. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das irgendwie so ein bisschen geendet hat. Brasi, das ist auf jeden Fall tot, glaube ich. Die ganze... Oh. Jetzt fängt wieder alles von vorne an. Wo ist meine Rüstung? Du bist kaltblütig. Ich hätte dasselbe gemacht in Pylos. Natürlich war das nicht das erste Mal, dass du mich sterben liest. Das haben sie dir gesagt? Das weiß ich. Also was? Ich bleibe gefangen, bis man mich tötet? Das ist der Plan. Außer ich komme da rein und töte dich, wenn mir danach ist. Aber vorher, sag mir, was du weißt. Ich dachte, der Kult hätte dir alles gesagt. Klingt, als wärst du auf ihrer Seite. Aber sie nicht auf deine. Glaubst du, ich bin eine Spielfigur? Dann beweise es mir. Erklär mir, wo ich falsch liege. Überzeuge mich, wenn du kannst. Was möchtest du denn wissen? Alles, was du für wahr hältst. Aber danach töte ich dich. Warum habt ihr mich auf dem Berg in jener Nacht verlassen? Dich verlassen? So nennst du es also? Wie soll man es sonst nennen, was ihr mir angetan habt? Ihr ließt mich zurück. Wir wollten dich retten. Es wurde beschlossen und ihr habt es akzeptiert. Hat dir niemand gesagt, dass ich dich retten wollte? Ich wollte dich fangen. Ein Ältester starb dabei. Das war auch mein Todesurteil. Ständig willst du den Helden spielen. Das hat damals nicht gereicht und es reicht auch jetzt nicht. Ich tat alles, was ich konnte. Und heute tue ich dasselbe. Es ist zu spät. Es gibt nichts, was du sagen könntest, das uns zur Familie macht. Scheiße, was nehme ich da jetzt? Ich wurde auch hinuntergeworfen. Wir wurden beide belogen. Der Kult will mich auch. Wir wurden beide belogen. Ja. Und doch glaubst du, du wüsstest mehr als ich. Es war Nikolaos. Er ist nicht unser echter Vater. Denn der ist ein anderer. Jemand wie wir. Wie viele Geheimnisse soll ich noch hinnehmen? Wann erfahre ich die Wahrheit? Götter sind grausam. Deimos. Ah, der Wichser, ich hab's gewusst. Und hier bist du. Beim Bodensatz. Es war ganz schön laut. War nicht. Dann geh! Jetzt! Du hast hier nichts zu suchen, Mädchen. Tu mit ihm, was immer du willst. Das habe ich vor. Nun geh. Oh, der Grieche. Der ist der Nächste, der platt gemacht wird. Vergiss nicht, dass du dich selbst eingesperrt hast. Daran würde ich mich erinnern. Du musst das verstehen. Es ist zum Wohle Athens, Alexios. Herakles hätte die ganze Stadt in die Armut gestürzt. Die Menschen lebten im Elend. Also ließ du ihn ermorden. Man muss schon einige Eier zerschlagen, um das perfekte Dotter zu finden. Er war nicht der Richtige. Was für ein blöder Vergleich. Dass du deine Gegner tötest, zeigt, was für ein Anführer du bist. Oh, das war nur der Anfang. Wenn du es doch nur noch mit ansehen könntest. Komm in die Zelle. Du bist hier, um mich zu töten, oder? Mal sehen, was passiert. Zu meinem großen Glück gibt es andere Brände, die ich löschen muss. Man spricht von einer Revolte. Was, jetzt schon? Das ging schnell. Ich habe einen Plan. Tote rebellieren nicht.
Wie kannst du es mit einer Gruppe von Rebellen aufnehmen, wenn du schon Angst vor diesem einen hast? Der Akt an sich liegt nicht in meiner Hand. Es wurde abgestimmt. Was habe ich dir gesagt? Die Menschen gaben mir ihren Segen. Ich nutze ihre Macht. Das ist nicht demokratisch. Die Menschen haben ihr Schicksal gewählt, Alexios. Und sie wählten mich. Verpiss dich, Claire! Gib nicht mir die Schuld. Das Volk von Athen hat gesprochen, ganz ohne mein Zutun. So begegnet man einer Rebellion. Sie wissen nicht, wofür sie gestimmt haben. Du halfst mir in Athen, sogar freiwillig, wenn du doch nur etwas mehr wie deine Schwester wärst. Zu schade. Der Kult gewinnt, Alexios. Nun muss ich mich um das Schiff nach Mytilene kümmern. Die Einwohner werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Ach ja. War noch was. Oh! Bei der Macht der Götter! Halt! Gerade recht. Interessant. Vielleicht ist doch der Tod der größte Segen der Menschheit. Das sind so zwei Vögel, ey. Ich finde die Story einigermaßen lustig. Und es ist der Gedanke, der zählt. Den Göttern sei Dank, dass du lebst, Alexios. Wenn das nicht die letzten Wachen waren, dann sollten wir jetzt gehen. Und zwar geschwind. Warte, wir müssen über Kleon reden. Sokrates kam dem Malakas auf die Schliche. Wir wissen, was er vorhat. Fass dich kurz. Seine Ausrüstung, Barnabas. Geil, meine Ausrüstung. Komm, Barnabas. Alexios, triff uns bei Perikles Anwesen. Dort werden wir alles Weitere besprechen. Bin ich wieder in Athen, oder was? Die Stufen des Parthenon sind lang und wurden auf Leichen errichtet. Mhm. War so klar, dass der ein Typ vom Kult ist. Oh, interessant. Musste ich ja nicht mal die killen. Nicht schon wieder Kopfgeldjäger. Wo bin ich denn jetzt hier? Bin ich jetzt in Athen, oder? Tatsache, ich bin in Athen. Wir müssen zu Perikles Anwesen. Was ist jetzt mit den Quests los? Lass mal gucken, dass wir keinem... Mal gucken, Inventar. Ich nehme lieber die Axt als die Schoffel. Obwohl, die Schoffel ist eigentlich schon nicht schlecht. Vier Kopfgeldjäger. Ich muss, glaube ich, den, der das Kopfgeld bezahlt, muss ich ausschalten auf jeden Fall. Wenn ich über die Dächer wandle, dann können die mich eh nicht so unbedingt treffen. Irgendjemand treibt ein deftiges Spielchen mit uns und ich weiß, glaube ich, auch wer. Und ich konnte Deimos wieder nicht nach Hause bringen. Du hast von unserer Strafe gehört, oder? Hm? Ist das so? Das letzte Mal, als der alte sauer war, ist er frei. Oh, und jetzt?
Wir müssen Kleon platt machen. Du bist hier. Natürlich. Barnabas war drauf und dran, nach dir zu sehen. Wie er sagte, der Gedanke zählt, nicht wahr? Offensichtlich. Komm, die anderen warten. Wir waren besorgt, dass du es nicht schaffst. Vor allem, wenn jede Stadtwache Athens nach dir sucht. Kleon braucht schon mehr als das, um mich zu stoppen. Was macht ihr? Wir arbeiten gerade einen Plan aus, um Kleon zu stürzen. Ich würde es kaum einen Plan nennen. Viel Gerede, nicht so viele Taten. Ihr wollt also Kleon stürzen. Wie lautet der Plan? Es wird nicht einfach. Sein Tod würde den Frieden stören. Das wäre nicht gut für Athen. Er hat recht. Erst muss er in Missgunst fallen. Aristophanes hat anscheinend ein Stück, von dem er glaubt, dass es dazu führen wird. Ein Stück? Es ist so viel mehr als das. Ach, mach dir nicht an deinen Chiton. Ich verstehe nicht, warum wir uns nicht alle lieb haben können. So würde es viel mehr Spaß machen. Wir können nicht nur rumsitzen. Kleon schickt ein Boot nach Mytilene, um die Einwohner zu töten. Das Volk vertraut Kleon. Sie werden für alle Vorhaben stimmen, die er einbringt. Aber das heißt nicht, dass wir nichts dagegen tun werden. Kleon zu stürzen wird nicht einfach. Doch mit deiner Hilfe dürfte es machbar sein. Jetzt muss ich mit denen reden, oder was? Mehrere Quests angenommen. Oh, Stufe 41, das wird kritisch, du. Das heißt, wir müssen erstmal ein paar Quests machen hier. Wäre ich nur geblieben. Jemand hätte Kleon aufhalten müssen. Narren blicken in die Vergangenheit und du bist kein Narr. Versuchen wir erst, Mytilene zu retten. Ach, so etwas ist das hier? Eine Art Plan? Schon als Kleon das erste Mal von Mytilene sprach, wusste ich, dass etwas faul ist und versuchte herauszufinden, was genau. Dein Plan klingt vielversprechend. Einer meiner Schüler gibt sich als Wache in der Akropolis aus. Anscheinend versteckt Kleon dort etwas und veranstaltet geheime Treffen. Das ist sehr gewagt. Ungewöhnliche Zeiten. Wenn du glaubst, dass etwas, das uns hilft, in der Akropolis ist, finde ich es. Ich erwarte, dass du dort Beweise für seine Verbrechen findest. Ich finde Beweise. Wo soll ich für dich hingehen? In den westlichen Teil des Heiligtums der Akropolis. Probieren wir das mal aus, vielleicht packen wir das ja sogar. Ich werde auf der Akropolis etwas finden, das Kleon nicht von sich weisen kann. Gut, ich werde schon bald zu den Menschen auf der Pnyx sprechen. Wenn du etwas Hilfreiches findest. Ich beeile mich. Was ist mit dem los? Na endlich, jemand, der Lust auf ein bisschen Spaß hat. Ich weiß nicht, wie oft ich es noch ertrage, dass Sokrates mich zurückweist. Du wirst schon drüber hinwegkommen. Vielleicht kannst du mir helfen, mich abzulenken. Yeah, Gay Party! Ein bisschen Spaß kann nie schaden. Ich wusste es. Soll das Echo unserer Leidenschaft durch diese Mauern hallen? Perikles wäre stolz. Die Anspannung von unseren Körpern abfällt. Ich könnte etwas Entspannung brauchen. Sprich nicht weiter. Ja, der war schon immer hinterlassen. Selbst in Kriegszeiten wie diesen geht doch nichts über ein bisschen Spaß. Oh, ist das ekelhaft. Akropolis. Wir sollen in die Akropolis.
Quatsch. Ja, ja, ist das ekelhaft. Erst werden wir in Sparta gesucht wie ein Blöd und jetzt auch noch in Athen, Mann. Das ist total ätzend. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir da vielleicht was finden. Das sieht mir hier sehr nach Kleon aus. Ich lasse mich lieber nicht sehen. Kommen denn da noch? Hey, hast hier nichts zu suchen. Du hast keine Chance. Keine Gnade. Yeah!
Oh, ein paar Athener Metze macht schon Spaß. Gucken mal uns das mal ein bisschen verstecken hier. Und warten jetzt erstmal. Oh, das ist halt blöd mit diesen scheiß Kopfgeldjägern. 5000, Alter. Also die Schaufel da, die ist halt schon ordentlich, gell? Also die haut ganz schön auf die Birne. Aber sie ist zu langsam. Da liegt jemand. Wer war das? Liegt jemand? Wer war das? Irgendwas zu sehen? Hier ist nichts. Malaka, das kann doch nicht wahr sein. Doch. Kann schon wahr sein. Und jetzt verpisst euch endlich. Aua! Damit ich mir meinen Auftrag erfüllen kann. Scheiße, ich habe mir gerade mein Schienbein angeschlagen an meinem Tisch. Das tut so weh. Ja, jetzt verliert man das Fragezeichen und geht wieder auf euren Posten zurück, ihr Homos, Mann. Was? Wir haben immer noch die Hoffnung, die finden mich. Ah, jetzt ist auch das Fragezeichen weg. Jetzt müssten sie sich eigentlich wieder auf ihre Posten begeben. So, bis hier. Na komm, haut schon ab. Alter, die nehmen nicht mal mehr die Türen, die Affen. Oh Scheiße, die gehen schon wieder ins Haus rein, Mann. Wein für denjenigen, der ihn findet. Wein? Wieso gerade Wein? Oh, sind die ekelhaft, Mann. Ja, jetzt verpisst euch doch mal. Hm? Jetzt kommen sie alle nochmal, oder? Alter Schwede. Hier.
Oh, jetzt verpisst euch doch mal. Du warst mein bester Freund. Oh, hallo. Diese Drachen. Hier hat jemand gegraben. Was? Eine verschlossene Truhe, die kann ich nicht aufmachen. Brief an Cleon. Um den Schlüssel zu bekommen, muss ich diesen Phylos finden. Diese Schaufel wurde kürzlich benutzt. Oh, ein Reflexbogen. Schlammspuren stammen vermutlich von jemandem aus dem Garten. Sorge den Schlüssel von Phaelos. Könnte auch sein, dass einige Söldner auch zu den Kultisten gehören, aber erstmal egal. Wir müssen erstmal den Schlüssel besorgen. Darf hier nicht mal sein. Wisst ihr, wie beschissen das ist, wenn man nicht sein darf, wo man wo andere hingehen dürfen? Hab ich schon erzählt, dass ich fast ein Auge verloren hätte. Davon hab ich nicht. Ich bin vom stumpfen Ende eines Schwertes getroffen. Als ich wieder zu mir kam, saß da dieser Riesen vor dem. Oh, scheiße, Mann. Die Zeit, Leute, die Zeit. Wir machen die Truhe noch schnell auf und dann... Sokrates hatte recht. Genau das haben wir gebraucht. So, meine lieben Freunde, ich würde gerade sagen, nachdem wir jetzt das Zeug geklaut haben, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wir treffen uns dann mit Sokrates. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao.